Herzlich willkommen zu einem weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited. Ich bin die Irene. Ist dir schon bewusst, dass du jeden Tag tausende von Entscheidungen triffst oder zumindest mehrere hundert Entscheidungen? Du wirst jetzt fragen, wie das denn? Ja, ganz genau. Du lebst eigentlich nur durch Entscheidungen. Du liegst im Bett und entscheidest dich, ich stehe auf oder stehe nicht auf. Du stehst vor dem Kleiderschrank und entscheidest dich, ziehe ich heute eine Hose an oder einen Rock? Du gehst in die Küche und entscheidest dich, trinkst du einen Kaffee oder Tee? Du gehst in die Arbeit und entscheidest du, wirst du mit Bus fahren oder mit Auto? Und so geht es den langen Tag weiter. Gehst du in den Supermarkt, entscheidest du dich wieder, kaufst du dies oder kaufst du jenes, kochst du das oder kochst du jenes? Und so, ohne es je zu merken, triffst du jeden Tag hunderte und hunderte von Entscheidungen. Und ich fand es ganz faszinierend und ich wollte wissen, wie das Wort denn definiert wird. Und dann habe ich folgende Erklärung bei Wikipedia gelesen. Entscheidung. Unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen. Der Lexikon tut es noch besser erklären. Eine Entscheidung ist eine zielgerichtete Auswahl einer Handlung aus einer Menge von mindestens zwei Alternativen. Also alles, was du haben musst, eine zielgerechte Wahl zu treffen. Aber wie sieht es mit der wichtigsten Entscheidung deines Lebens? Hast du diese schon gewählt? Denn in 5. Mose, Kapitel 30, Vers 15 und 16, sagt Gott selbst Folgendes. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt, und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Wow! Zwei Verse, zwei Wege, zwei Bitten. Entscheide dich und triff die Wahl. Glück oder Unglück, Leben oder Tod, Erfolg oder Misserfolg, Frieden oder Unfrieden, geliebt oder ungeliebt und. Alles ist in diesen zwei Versen drin. Und Gott sagt, ich, wenn ihr den richtigen Weg wählt, werde ich sein, derjenige sein, der euch segnen wird in dem Land, was ihr einnehmen wollt. Und so wünsche ich dir, die wichtigste Entscheidung deines Lebens zu wählen. Du stehst an der Kreuzung vielleicht und in eine Richtung gehst du in ein Leben mit Jesus rein und somit zum Leben, und ein zweiter Wegweiser zeigt dir Leben ohne Jesus, das Leben ins Verderben, hier und jetzt und später nach dem Tod in die Verdammnis. Wähle das Leben, sagt Gott selber, wähle das Leben. Er hilft dir schon bei dieser Entscheidung. Und so wünsche ich dir, dass diese Entscheidung wirklich heute fällt und dass es ein Tag der wichtigsten Entscheidung wird. Wähle Jesus und somit wähle das Leben, weil das Leben mit ihm mehr ist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen neuen Start in dein neues Leben, weil das Leben mehr ist. Bis zu einem weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited.